So, moin liebe Freakfans. Ich bin heute mit Norbert und mit Norberts Schwiegervater nach Herrhausen gefahren, an Lachsteich. Urlaub ist vorbei. Ja, mal gucken, was hier so abgeht heute. In diesem Sinne. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. So, ihr Lieben, klassisch wie immer. Freak 01 an der Crowd Freak Route mit der Bolzen Blackout 800. Ne, Batman ist hier drauf. So ihr Lieben, jetzt werde ich aufgrund gleich mal den Harry Mack ranmachen. Der ist auch bei Arthur Reimann zu kriegen. Ja, eigentlich ein richtig cooler Köder. Verschiedenen Farben halt auch, ne? So, nehmen wir den jetzt mal. Morgenstund hat Orange im Mund. Mache ich wie beim Biberlur, wenn ich auf Grundangel einfach aufstecken, so gut ist, und die sind floating. Ich habe jetzt zwei, drei Stück gesehen schon, die stehen so 20, 30 cm unter der Oberfläche. Ziehen sie so ihre Bahn. Ah. Ja, genau. Erstmal auf den Besatz warten hier. Dass hier mal Wind reinkommt und dann. Ja, ich habe jetzt eine Pro-Kugel mit dran. Wie läuft's bei euch? Ja, super. Bei den Profis wollte ich doch mal gucken kommen. Ja. Hier läuft's Bombe. Echt, ja? Ja, wir haben hier unsere Ruhe. Das verstehe ich doch noch nicht bei euch. Wieso? Wenn wir die Ruhe haben. Wenn wir die Ruhe weg haben, dann ist es schlimm. Die Ironie hier weiter. So. Nein, das geht ja nach dem Besatz immer erstmal richtig los. Wenn man jetzt erstmal, wenn man jetzt vor dem Besatz einen Fisch fängt, das ist Bonus. Meinst du jetzt hier beim Lachsteich oder generell? Generell. Wir haben schon 6 Stück vorgesetzt jetzt. Ja, das ist Bonus. Ja, Tag 1, ne? Ja, da wurde ja gestern Abend gesetzt. Ja, und heute wird auch. Aber wir haben tatsächlich damit gerechnet, dass es viele Nachtangler dann gibt, ja? Ja, habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht, dass die Bude voll ist, aber... Mal gucken, vielleicht kommen heute welche. Na, ja, hier siehst du heute gleich nochmal. Hm? Hier siehst du vereinzelt mal ein paar. Ja. Oder mal eine rumschwimmen. Aber großartig ist noch nichts. Aber hier habt ihr auch Glück, hier ist noch gar nicht so viel Sonne. Ja, zum Glück. Noch nicht, das stimmt. Wo sitzt du, links oder rechts? Vorne an 2 und 3. Oh, das ist gut. Hast du aber Schatten? Nee, tatsächlich nicht. Naja, aber... noch nicht. Ist ja noch nicht ganz rum. Ja. Nagel mal hin. Vorhin eine gesehen, die war hier vorne, hat sie gestanden. Angeworfen, keine Reaktion. Aber die ganz Großen sowieso haben wir festgestellt. Die sind echt so träge, und wenn du denen das nicht direkt vor die Nase wirfst. Lachse sind Zicken. Kannst du voll vergessen. Gerade bei dem Wetter. Mal gucken,
nicht lange ist, brauchen wir eine Sonne zwischendurch. Bleibt das ja bis Mittag? Nee. Ja, ich denke mal so bis um 1, 2. Ja. Das ist wie immer. Ja, dann passt ja, es wie immer. Gegen Abend. Ja? Die Mittagszeit ist dann nachher immer Kopfklaute. Mittagszeit ist immer. Ja, dann hast du so gegen. Ja. Das ist das Geile bei dem Mirax. Hast du so gegen 16 Uhr, da fängt es am meisten nochmal an. Ja. Aber ob sich der eine oder zwei Fisch, ob sich dafür lohnt, noch länger da zu bleiben, ist ja dann immer was anderes. Also wir haben tatsächlich das letzte Mal, da war ja noch jemand mit am Teich, der stand direkt neben uns. Und der hat dann nochmal so ein bisschen Geld gesammelt, der hat Manu dann nochmal separat gesetzt extra. Aber das hätten wir uns sparen können, weil danach, also da hat vielleicht noch einer gebissen und da haben wir uns dann fast ein bisschen geärgert. Das habe ich mit Jens auch mal gehabt, wo wir hier waren. Da haben wir den kleinen Jan hier am Kiloteich gecoacht. Und dann ist Nelly rumgegangen, hat gefragt, hier, wie sieht's aus, wir wollen alle nochmal zusammenschmeißen, bla bla bla. Ich sag, komm, ich sag, jeder ein 20, sag ich, gut ist. Da haben wir aber schon, ich glaube, ich habe zwei oder drei gehabt und Jens auch so in dem Schnitt. Dann hat er nochmal besetzt. Alle haben sie nichts gefangen, außer Jens und ich. Die haben sich natürlich, das ist Risiko, ne? Ich meine, wenn dann überhaupt jemand fängt, dann ist ja okay, aber hier musst du die halt wirklich überlisten und das hat dann nachher auch gar nicht mehr geklappt. Ja. Ja, hier musst du echt für deinen Fisch arbeiten. Das ist also hier geht gerne an Teich 3, oder? Ja, ich bin hier gerne. Ja. Das ist auch ein bisschen ruhiger. Naja, mir geht es ja auch um die großen Fische, sag ich mal. Die kannst du filetieren, das ist, ne, da kannst du ganz anders verarbeiten wie die kleinen. Ja. Und es ist halt nicht die Masse, ne? Wenn du mal zwei fängst, ist gut. Wenn du fünf hast, ist auch gut. Mhm. Ne? Kommt immer drauf an. Ja. Einer ist immer wichtig. In Schneidern ist das Wichtigste. Ja. Das war das letzte Mal kurz bevor ihr gekommen seid. Ja. Hatte ich mich ja erst entschneidert. Ey, ja. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Teichkönig ist auch immer ganz toll. Oder Teichkönigin. Aber meistens, wenn du Nachtangler dabei hast, die sind dann immer, bevor du richtig aufgebaut hast. Ja. Ja, aber das ist halt der Vorteil. Aber andersrum bin ich ja auch 24 Stunden oder ich mache meistens 26 Stunden. Ja. Aber das macht ihr auch, ja? So Nachtangeln? Ja, aber dies Jahr noch nicht. Beziehungsweise einmal. Mhm. Aber ansonsten noch nicht dies Jahr. Das ist aber auch noch nicht so richtig, die Nächte waren noch nicht so richtig, dass man sagt, man kann mal bleiben. Ja. Ja. Du ja Pelzmantel einpacken. Echt dick ja anziehen und. Ja, dann immer noch ein bisschen kälter, ja. Ja. Und das macht dann halt, macht keinen Spaß. Wenn Nachtangeln, dann halt nicht auf Forelle oder so, sondern wirklich dann auf Aal oder so, ne? Kommt dann immer drauf an. Also wir haben es tatsächlich probiert, drüben mal mit Stör, ob wir mal einen Stör fangen können, weil das ist bei uns noch so, wäre ja, mal noch so das Highlight. Ja. Wir haben auch Manu schon mal gefragt wegen den Welsen, aber er sagt, das Wasser ist zu kalt. Ja. Ja, es wäre schon schön, aber man freut sich doch über alles. Ja. Außer über die kleinen Kauf. Wir angeln Gott sei Dank nicht mehr mit Bienenmade. Das haben wir gelernt da drüben an dem Teich 1, dass du da sonst dich nur ärgerst. Ja. Ich weiß ganz oft, würde ich doch was soll. Ja, Bienenmade ist. Einmal voll ja, na klar. Wir hatten das eine Mal so einen kleinen Jungen neben uns, der hat dann schon den Eimer von Manu vorne geholt. Und hat die dann rausgeangelt. Oder Erik. Nee. Ich glaube, das war von Christian der Kleine. Ja, Erik. Ja. Das kann sein. Auch von Nelly der Kleine, der macht ja auch Rabatt, ja. Also der ist ja. Finde ich. Steht ja immer da. Ja. Fängt er an erstmal zu fachwimpeln. Also der hat schon ordentlich was drauf, der Kleine. Mit dem Kleinen komplett cool, allerdings nur wenn Nelly in der Nähe ist. Das ist ja immer so die Sache mit Kindern am Wasser. Ich finde das immer. Kann auch ein bisschen ja zickig sein, ja. Naja. Der ist halt auch ziemlich unvorsichtig, ne? Ja, das stimmt. Und wenn der dann da reinflattert, dann musst du noch hinterher. Das ist ja nicht so toll. Deswegen sage ich immer. Wenn er schwimmen kann, ist ja alles schön. Ja. Kann er das? Das weiß ich leider nicht. Aber Nelly ist immer irgendwo in griffbarer Nähe. Dann ja muss man einfach mal. Aber doch bei uns tatsächlich. Der nimmt im Westen. Der nimmt seine Angel, nimmt Köcher und ist verschwunden. Ja, ja. Stimmt. Ja? Aber das ist. Na gut, dann geht's euch noch. Ja, mach den Teich leer da drüben, ne? Mal gucken, was passiert, wenn der Besatz kommt.
Dann geht's nachher los, dass die Flauten nachher beißen. Ich hoffe, der Besatz kommt bald. Bitte? Ich hoffe, der Besatz kommt bald. Ja, bevor aber es richtig warm wird. Ich glaube, ihr seid hier als erstes dran. Er kommt nicht so hinterher heute. Ich muss nochmal anstacheln gehen, das kann ich gut. Das nennt man Sitzentätigkeit, oder? Ja, ja. Das ist auch ein sehr, sehr angenehmer Sport. Gibt's nicht. Selbe Farbe wie letztes Mal. Milky Way Grün. Wir haben Kescher hier, Norbert. Ich habe von den Gummis habe ich welche hier, ne? Und einfach nur wirklich aufgezogen und ganz normal eingeholt. Also nicht getwitscht, gar nichts. Und da habe ich nur gemerkt, bap, 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 bap und dann klack. Mann, gib auf. Ein Lobby, willst du meinen Kescher nehmen? Der ist länger. Ich habe auch den ganz langen da, aber. Aber jetzt ist gut, komm her. Du sollst nicht mit dem Essen spielen. Ja, es tut mir leid. Das ist aber noch nicht fertig. Nee. Der Power, Alter, aber richtig. Jawohl. Dank. So, ihr Lieben, in Schneidert, Skumbria in Milky Way Grün. Das ist der, den ich letztes Mal auch gefischt habe, wo ich gesagt habe, das ist der Glockhüder, aber das ist gar kein Glockhüder. Yeah, yeah, yeah. Ich muss mich heute hinsetzen. Ich habe mir gestern so den Zeh gekloppt.
hat ja immer einen Vorteil. Was denn? Ja, ich kann ja mal sagen, Norbert hängt das Falsche vorne dran. Ja, das ist richtig. Zack, der Schuldige ausgemacht. Ja. Zum Foto? Du kannst einmal kurz die Karre festhalten, ne? Ja. Also wenn ich raus bin, dann kann man nicht alle mit anhören. Ja. Kannst du einmal einen Deckel raus? Ja. Guckt euch die Schiffe an. Dann hier rausholt das. Ja. Manu meint es wieder gut heute. Na sicher. Na sicher. Eine so eine habe ich gefangen gerade. Ja? Eben gerade. Aber hier richtig. Die hat richtig Power gemacht, ey. Hier. Direkt vom Einlauf. Willst du was sagen? Basti? Ja? Komm, mit dem Kescher. Nee, wo geht der hin? Nicht gut. War das die eine von den beiden, die ich gerade gesehen habe? Ja, jetzt sitzt da lang alles gut, immer ruhig. Da ist er, er kann sich austoben. Perfekt, danke. Fehler. So ihr Lieben, die zweite auf dem Skumbria in Weißgold. Das Ding ist mega. Jawohl. Oh, nochmal. Nobby im Dreh jetzt. Ist das die, die da stand? Ja. Nein, das ist nicht. Der hat das noch eigentlich nicht gekriegt. So, ihr Fisch, der kommt. Der Nobby hat sie lange genug bearbeitet jetzt. Jawohl. Petri Norbert. Petri Norbert. Oh, knack jetzt schon. Auf so 3 Kilo, die, gell? Ja, guck mal. Entschneidert auf Gummi. Weiß-gelb. Schönes Fischi. Nie weiß-gelb, ich das weiß-gold. So, ihr Lieben, das war's jetzt für heute. Ja, ich hoffe, die Kamera nimmt auf, weil das Display vorne ausgegangen ist. 2 Stück konnte ich überlisten, bei den Megatemperaturen, beide auf dem Skumbria. Norbert konnte auch eine fangen, womit weiß ich nicht, hat er aber in die Kamera gesagt. Ja, Norbert Schwiegervater leider nicht, aber da arbeiten wir dran. Ich packe jetzt zusammen, mir ist bullen warm, ich will nur noch im Pool. In diesem Sinne, bis nächste Woche oder so. Ring rauen.